Hunde, Alter. Scheiße. Ich hab Bock hier gegen Hunde zu schießen. Erste Granate! Flammenwerfer nehme ich gern. So, dann heizen wir den mal ein bisschen ein hier. Geht's allen gut? Alle vollzählig. Daniels, warten Sie auf einer von denen, das den fahren kann. Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich kann fahren. Dann los. Achtung! Boah, Glück gehabt, ey. Sie haben den Truck beschossen! Erika! Bitte, Erika, komm auf! Sie ist tot. Nein. Gehen wir! Los! Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle Mann zurück zum Hotel. Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun. Wir haben Aachen gesichert, einen westlichen Korridor zum Rhein geöffnet. Aber die Kluft zwischen Turner und Pearson wird größer. Und nicht nur unsere Leben hängen davon ab. Okay, das war jetzt eine richtig, richtig krasse Mission. Wir haben Zivilisten gerettet. Einer davon ist leider gestorben durch einen Einschuss oder durch eine Schusswunde. Aber Hauptsache, wir haben das kleine Mädchen Anna gerettet. Ja, richtig krasse Mission. Kollateralschaden Aachen. Ich würde sagen, setzen die Reise fort. Mal schauen, wo es jetzt hingeht. Die nächste Mission heißt Todesfabrik. Am 14. November 1944. Nach Aachen wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. Todesfabrik, Hürdingen, Deutschland, 14. November 1944. Let's go. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht schon. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistungen. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann.
Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Todesfabrik. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in fünf. Hey, Daniels, kannst du mir einen Gefallen tun und Willis was zu essen bringen? Er bewacht die Umgebung. Mache ich. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Guten Morgen, Soldat. Guten Morgen. So, da vorne müsste irgendwo liegen. Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an? Das ist der Plan. Glück da draußen. Danke. Cool, Karabiner. Sammeln Sie sich bei Turner, ist unser nächstes Ziel. Und die Mission heißt Todesfabrik. Mal schauen, was uns da erwartet. Wahrscheinlich nichts Gutes. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Welche Art von Widerstand erwartet das? Die schwere Art. Heute wechselt schon den ganzen Tag den Besitzer. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Da ist er! Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Christopher Erschoff, ihr seid in der Todesfabrik. Hey, Sass. Macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Weil meine Oma mit ihrer Hüfte jeden Winter... Sehe ich etwa aus wie deine Oma? Jetzt, wo du sagst, leck mich am Arsch. Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Zumindest haben sie den Humor noch nicht verloren. Alle Mann zu mir! Magst, wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Kuba, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung starten. Minen platzieren. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 493 an. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn wir den Krater hier ansehen, ist das nicht leicht. Wir sind auch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. Kraut, komm durch den Nebel! Stellung halten! Feuerpositionen! Bereit machen zum Angriff! Sie kommen! Bereit machen! Angriff! Feuer! Leute! Hört ihr mich? Leute! Mit der Erde gezündet! Sollen die Rübe auf den Wasser fällt das Tor! Ziel auf 12 Uhr! Jo,
kommt ihr Sackgesichter, oh yes, ist gut. Der Feind verbirgt seine Bewegungen. Halte durch, Kumpel! Halte durch, Kumpel! Ich schulde dir mein Leben! Muss nachladen! Oh, ihr Sackgesichter, kommt. Na, fuck. Das dauert zu lang. Es ist so schwer. Dieser scheiß Panzerschreck, wo soll denn der sein, Mann? Das gibt's doch gar nicht, hey. Ah. Nimm doch die Waffe auf, du Dubel. Meinst du? Jawohl. Sehr gut. Daniels, hier rüber! Gute Arbeit, Daniels! Erstes Platoon zu mir! Wir kommen, Sir! Okay.
Wo muss ich hin? Da vorne. Oh Leute, das war jetzt wieder heftiger Shit hier. Alle Mann zu mir! Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Oh Mann. So, los geht's. Das ist eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen... Ich renne hier mit so einer Bazooka rum, ey. Geil. Unten bleiben. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Renn jetzt. Unten bleiben. So. Hey Daniels, auf ihr Zeichen. Okay, das war nix. Unten bleiben. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Renn jetzt. Unten bleiben. Huh? Ihr Zeichen. So, komm, weiter vorrücken. Was? Fuck, ey. Du Scheiße. Oh mein Gott, ey.
Boah! Scheiße! Was? Nein, ich will weiterspielen! Oh mein Gott, noch 35 Meter. Komm Leute, renn! Renn! Boah, fuck ey! Ach du Scheiße! Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul. Paul. Ach, du Scheiße. Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Briggs. Scheiße. Ich muss den Sammelpunkt finden. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So, wir tun ja schon mal ein Medikit einwerfen, dass wir voll sind. Oh Scheiße! Ich würde keine Hunde abschießen. Ich bin jetzt mal bewusst ein bisschen ruhiger, weil ich keine Ahnung habe, wo Gegner sind. Was war das? Ich muss das Kommando informieren. Scheiße. Na, lad doch nach, Mann, nicht erst nach 100 Jahren. Ich meine, das alle fanden. Okay, wir müssen immer noch die Truppen finden. Ist nicht mehr so weit, noch knapp 100 Meter, dann haben wir's. Na, knapp 70. Nein. Verdammte Scheiße, die Arschgeigen. Das werden die heimzahlen. Das werde ich denen richtig heimzahlen. Vorne rennt einer rum.
Kurz abwarten, Leute. Aufgeflogen. Sind es unsere Männer, ja. Verdammt. Verstanden, Sir. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Kein Problem. Machen wir. Sind da hoffentlich nicht nur noch zu zweit, hä? Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Oh Mann. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Hoffentlich haben Sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Hören Sie. Wasser. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Denke ich doch auch. Da ist der Fluss. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Ist wieder viel zu ruhig, Leute. Ne? Wir müssen ihn rauslocken. Unten bleiben. Mir nach. Oh, Scheiße. Fuck, Alter, der zieht ja übertrieben viel ab. Du Scheiße. Kopf runter. Hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Ich kann nicht mehr. Hilfe! Wir ziehen sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Nein! Verdammt. Wie soll man das denn schaffen, ey? Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Bitte hilf mir! Durchhalten! Wir schnappen ihn uns! Wir müssen uns beeilen! Ich kann mich nicht bewegen! Festhalten! Scheiße. Ist viel zu schwer. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Ja, das ist mir auch bewusst. Hilf mir doch jemand! Wir ziehen sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Bitte hilf mir. Versuchen wir ihn von hier aus zu überraschen. Ich lenke sein Feuer auf mich. Sie kümmern sich um ihn. Scheiße. Wie soll man das denn schaffen, Mann? Ich gebe ihnen Deckung. Er ist nicht allein. Was? Oh, Alter. Die sieht man ja gar nicht. Was? Piss dich bloß, du Arschgesicht. Ups, ich sehe dich nicht, oder was? Gucken hier schon kurz und dann geht's weiter. Nein! Ah Mann, ey, wo ist denn der scheiß Scharfschütze, verdammt? Nicht allein!
Ich glaube, wir müssen hier lang. Boah, Alter. Puh. Okay, sehr gut. Wir haben es geschafft. Der Bereich ist gesichert, aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Ja, ich soll mal den bitte retten, du Nuss. Hoffentlich haben unsere Jungs ihn heil erreicht. Verstanden, Sir. Werf eine Granate! Alter. Was hat der bitte für eine Feuerkraft? Ja, oh, ernsthaft? Boah, ist das eine Kackwaffe, ohne Witz. Okay, müssen wir uns wieder kurz verbinden. Das Scharfschützengewehr holen. Dann hätten wir eine Chance vielleicht. Ja, ich habe keine Munition, verdammt. Jetzt haben wir wieder. Was? Hab doch gar nicht geschossen, ey. Verstanden, Sir. Thank you.
Aliens! Sie gehen auf Deckung! Der Feind, die Granate! Das war der letzte von ihnen. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Nicht noch eine Brücke. Scheiße! Stopp! Entdeckung! Auf sie schießen! Zurückgeschlagen. Alter, Gott sei Dank, ja. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Skiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich hab da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserin ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn's dich interessiert... Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, beende ich diese Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Call of Duty World War 2. Bis dahin, ciao, ciao.